der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McKeith, der hat sein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Das Stadttheater Murau zeigt die Drei-Groschen-Oper, ein Stück von Bertolt Brecht, unter der Regie von Lukas Wachernick und der musikalischen Leitung von Christian Bischoff. Es ist insofern sehr spannend heuer. Es ist keine Operette, sondern ein Theaterstück mit Musik von Bertolt Brecht und Kurt Weill. Ein Stück, das vor knapp 100 Jahren uraufgeführt worden ist und noch immer sowas von aktuell ist. Und wir haben uns entschieden, der Christian Bischoff und ich schon letztes Jahr, wir wollen das unbedingt in Murau auf die Bühne bringen. Diese Drei-Groschen-Oper ist wie gemacht fürs Stadttheater Murau. Hinter mir sieht man das Bühnenbild. Wir haben uns dazu entschlossen, vom Konzept her die zerbrochene oder die kaputte Gesellschaft auch auf der Bühne zu zeigen. Deswegen befindet man sich auf Eisschollen. Es ist, als würde man durch ungewisse Zeiten treiben, in denen wir uns ja auch befinden. Und damit wollen wir auch in dem Stück, weil es ja sehr viel um Machtmissbrauch, Korruption, Intrigen und Lügen geht, wollen wir vielleicht ein bisschen Hoffnung dem Publikum auch mitgeben auf dem Weg, wenn sie bei uns in der Vorstellung sind. Bitte, Herr Bischoff, bitte, was soll ich denn machen? Die Herren haben mich wirklich ganz blau geschlagen und dann haben sie mir ihre Geschäftskarte gegeben. Lieber Freund, wenn du noch gehen kannst, waren meine Leute verdammt hartnäckig. Du willst für mich arbeiten? Lizenzen werden nur an Professionals vergeben, wenn ich hier bin. Sei nicht so misstrauisch, Jonathan. Es gibt keinen feineren Gentleman. Der Herr Captain hat sehr viel übrig für unsere Polly. Ja. Und wenn ich nur für 10 Pfennig Grips habe, dann findet ihn Polly auch sehr nett. Ein spektakuläres Bühnenbild und eine hochkarätige Besetzung machen diese Inszenierung zu einem besonderen Kulturgenuss. Neben unseren bekannten und beliebten Darstellern und Darstellerinnen, die wir aus Murau haben, wie die Andi Ölknecht, Thomas Mörtel, Nuni Wallner und so weiter, haben wir jetzt diesmal die Cornelia Mooswalder zum ersten Mal oder auch Dagmar Bernhard zu uns zum ersten Mal im Ensemble. Es freut mich sehr, wir haben vor vielen Jahren schon gemeinsam gearbeitet und haben gesagt, es wäre super, wenn wir endlich wieder mal die Chance haben, das zu machen. Auch Lukas Katzl und Christian Krall, die wir uns von den Friesacher Burghofspielen bzw. von der Theobühne Oberzeiring ausgeliehen haben, wenn man so sagen darf. Ja, es ist eine richtige Freude, mit dem Ensemble zu arbeiten. John war der Unterm Chipper dabei, George ist Sergeant geworden. Doch die Armee ist wie keinen der sein, beschnitten auf den Boden. Ich bin das erste Mal dabei als Mackie Messer. Das ist ein Verbrecher, ein Dieb, ein Egoist, kann man auch sagen, der alles nur zu seinem Wandeln will und genau, also ein richtiger Dieb. Ja, kann man so beschreiben. Ich bin Ensemblemitglied beim Theo in Oberzeiring. Dort ist eine wahnsinnig schöne Stimmung und ich bin froh, dass ich dort bin. Aber mir hat es umso mehr gefreut, wie mich der Lukas gefragt hat, ob ich nicht einmal da dabei sein darf oder möchte. Ich sage, ja, na klar, sicher. Und also die Arbeit war super schön. Das Team ist einfach so, ja, alle sympathisch und wir verstehen uns einfach alle gut. Und ich glaube, das überträgt sich dann auch auf die Zuschauer. War er mein Freund? Naja, die Jenny ist eigentlich tief verbunden mit dem Mac, also die haben eigentlich starke Liebesbeziehungen, aber sie arbeitet halt in einem Etablissement, ne? Und so sehr sie den wahrscheinlich auch wirklich liebt, verrät sie ihn auch. Also das Ganze ist sehr ambivalent, ne? Wie die Menschheit auch, ne? Eigentlich sind wir alle Hordentiere, aber irgendwie miteinander
Leben ist schwierig. Das Geld wird bezahlt werden. Selbstverständlich. Meine Damen. Suki Dottry, das ist ja toll. Meine Damen, Sie können morgen am Geschäft vorbeikommen und sich Ihr Geld abholen. Aber erst nach der Krönung. Wir danken Ihnen. Und gibt es ein Schriftstück von Standesamt? Und ich habe ja damals während Helden von Morgen schon gesagt, dass ich unbedingt Musical machen möchte. Und ich habe auch direkt danach die Hack fertig gemacht in Junburg, habe Ausbildung gemacht am Konservatorium, jetzt heißt es MUK, wo sie halt pro Jahrgang auch nur 4 Frauen, 4 Männer nehmen. Und habe Musical studiert und bin jetzt eigentlich auch viel unterwegs mit Musical. Eben jetzt war ich einem von Austria in Wien, war dabei, Mamma Mia in Wien. Jetzt war ich in Deutschland mit Me and My Girl, in Südtirol. Also man kommt viel herum und jetzt bin ich endlich einmal daheim und mache ein arges Prächtstück. Genau, die Drei-Groschen-Oper, nämlich in der Rolle von? Von der Polly, das ist die Tochter vom Bettlerkönig. Hopp, hopp, altes Haus! Ich danke dir, das war nett von dir, Walter. Ja, das sind Herzensdinge. Na also, Kopf nicht sinken lassen, alte Schalope. Das heißt, was den Kopf betrifft, den darf man nicht sinken lassen. Halt die Schnauze! Deine Toten kannst du bei deiner Kitty absetzen. Das ist die richtige Schlampe dafür. Ich habe zwei sehr schöne Szenen mit Maggie Messer, die ein bisschen aussteigen von dem Ganzen an sich, weil da es wird gesungen, es wird getanzt, es wird passiert einfach viel. Da haben wir wirklich zwei sehr ruhige Szenen, die ich sehr genießen kann. Das kann ich nicht aushalten. Dein Schweigen ist auch für dich. Zieh doch nicht am Strick, du Schwein! Na? Das Gesamtkonzept ist sehr cool geworden und ich freue mich jetzt schon richtig drauf. Applaus für die vielen Darsteller und Darstellerinnen sowie in weiteren Hauptrollen Thomas Mörtel, Andrea Ölknecht, Clara Sabin, Valentina Sabin, Benjamin Brieger, Nuni Wallner, Kevin Mayer, Helena Oberreiter, dem Chor unter der Leitung von Miriam Haug, Studienleitung Georg Wiedner, Kostüme Julia Klug und Stefanie Kenitz und Bühne Daniel Sommergruber.